Toskana, freue dich! Julius Anteporta! Ich liebe diese 1000 Hügel. Benvenuta in Toskana, bellissima! Acupressur, hallo! Hier sind sie. Weiß Papa, dass du hier bist? Nein, ich will dich überraschen. Sie gehört alles, sieht alles, weiß alles. Hasse dich. Wofür Töchter immer herhalten müssen. Ich weiß, wie die Liebeskunst. Öffnet mir die Türen, wollen ihn verführen, Kling. Na ja, oder so ähnlich. Buon Natale! Buon Natale! Oh! Cos'è successo? Buon Natale! Basta così e aiuta loro a tirare il letto, vai. Buon Natale! Buon Natale! Come va la gatta? Bene? Male, buon Natale, buon Natale, bene, bene. Natale. Come si trova se mi trovo un pazzo di ove donna? Il signor Donner è lì, in quella stanza, in fondo. Natale. Das ist Julius, oder hat sich aber verändert? Ich glaube, wir sind zu früh. Sieht fast so aus. Ist doch hübsch, ein bisschen Weihnachtsstimmung. Du findest uns in der Bahn der Piazza. Doch. Haben Sie dich nicht engagiert als Jungfrau Maria? Ach, du mit deinen pietätlosen Witzen immer. Na, ab in die Bar, bis sich der Weihrauch verzogen hat. Ciao, Gina. Ciao. Buona Tale. Ich kann es nicht mehr hören. Ich hab es fest. Lass mich in Ruhe. Na, Tommy, jetzt ist dir die Alte abgehauen. Hm? Das ist kein Wunder, wenn ich dich so ansehe. Das ist ganz schön schwer geladen. Bin schon da. Kommen Sie, wir fahren Sie zum Arzt. Ich brauche keinen Arzt, ich bin okay. Ich muss zum Bus, ich muss dringend zum Bus. Wohin wollen Sie denn? Egal. Weg. Weit weg von hier. Jetzt ganz kommen Sie. Weit weg. Kommen Sie jetzt erstmal mit uns mit, ja? Und wir schauen, wo Sie sich verletzt haben, okay? Du
musst mir nichts erzählen, wenn du nicht möchtest. Man sieht dir nur an, dass du ziemlich fertig bist. Ich würde dir gerne helfen. Danke, das ist lieb von dir. Der Grund, warum es mir so beschissen geht, ist absolut banal. Ich hatte einen grauenhaften und endgültigen Krach mit meinem Freund. Macht er hier Ferien? Mein Freund lebt in Massa. Und ich bin vor ein paar Monaten zu ihm gezogen. Das war, wie sich schnell herausgestellt hat, ein verdammter Fehler. Weißt du, wann der Nachtzug von Florenz nach München geht? So gegen 9, glaube ich. Den muss ich erwischen. Du machst es ja richtig profimäßig. Als Ärztin ins B? Du studierst Medizin? Ja. Na, wie war's? Seid ihr schon wieder zurück von Papa? Wir fahren gleich wieder. Geht ihr lieber nicht dran. Warum denn nicht? Komm da von der Tür weg, dann erzähle ich es dir. Wir hatten nämlich einen kleinen Unfall. Seltsam. Probier mal. Das sind selbstgemachte. Danke. Sehr gut. Deiner Backe hast du auch was abgekriegt. Das war schon. Dein Freund. Er schlägt dich. Nicht direkt. Aber wenn er total zugedröhnt ist und du stellst dich ihm in den Weg, dann kriegst du immer was ab. Hm. Was meinst du mit zugedröhnt? Nimmt er Drogen? Er sagt, er ist clean. Das stimmt auch. Bis auf Alkohol und Tabletten. Und du? Ich war nie drauf. In meiner Welt wurde gekokst und gesoffen, wie sich das für erfolgreiche Leute gehört. Was machst du beruflich? Ich war Redakteurin bei einer Illustrierten. Da habe ich den ganzen Krempel hingeschmissen, um zu meinem Liebsten zu ziehen und meinen ersten Roman zu schreiben. Tolle Idee. Ich will ja nicht stören, aber die weihnachtlichen Verpflichtungen rufen. Das heißt, Markus muss zu Papa und ich muss auch los. Ja, ich will niemanden aufhalten. Ich muss jetzt auch aufbrechen. Du, was hältst du davon, wenn du hier übernachtest? Was willst du am heiligen Abend im Nachtzug Firenze, Monaco? Kann man ja nur Depressionen kriegen. Übrigens, das ist Bea. Nora. Hallo. Hallo. Die ist die Schwester meines Freundes. Und den Eltern von den beiden gehört das Haus hier. Ja, vielleicht sollte man erst mal deine Eltern fragen, ob es ihnen überhaupt recht ist, wenn ich über Nacht hier bleibe. Mein Vater liegt im Krankenhaus und meine Mutter ist bei ihrem Freund. Aber selbst wenn sie hier wären, hätten sie nichts dagegen, wenn du da bleibst. Ja, dann. Okay, danke. Ich nehme euer Angebot an. Mir geht schon viel besser. In einer Freiheit mit ihm haben in der Bar. Signor, per favore, mi soll tun. Grazie. Entschuldige die Verspätung, Papa. Es gab ein bisschen Trouble. Deshalb konnte Babs auch nicht mitkommen. Was denn für Trouble? Nichts Schlimmes, Gott sei Dank. Wir hätten nur beinahe eine Frau überfahren. Die war irgendwie total daneben, weil sie sich gerade von ihrem Freund getrennt hat. Ja, wir waren gerade auf dem Weg zu dir. Darum bin ich so spät. Ja, Babs hat sie mit nach Hause genommen und bietet ihr seelischen Beistand. Du kennst sie ja. Sie ist recht gut in sowas. Ja, und jetzt musst du eben mit mir alleine vorlieb nehmen. Das mache ich doch gern, das weißt du doch. Das sind sicher alles Bücher. Das dicke da ist von Mama. Ich soll dich übrigens grüßen. Und du sollst es dir noch mal überlegen, ob du nicht vielleicht doch lieber deine Krankheit in München auskurieren willst, wenn sie dich hier rauslassen. Grüß sie auch vor mir und sag, ich komme ganz gut zurecht. Und dass ich in meiner Lage kein Geschenk für sie habe, das wird sie ja verstehen. Logisch. Geht's ihr gut?
Ich habe schon den Eindruck. Jetzt macht sie sich eben Sorgen, deinetwegen. Mit Verlaub, darauf kann ich verzichten. Aber das sag ja besser nicht. Schon wieder mit dem Saublöbeli. Fröhliche Weihnachten. Gut schaust du aus, Oberstudienrat. Du, das wird schon wieder. Gott verdirbt nicht. Nichts darf man. Was hast du denn gegen ein schönes Weihnachtslied, Hermann? Gegen ein schönes überhaupt nicht. Unverschämt. Komm, jetzt singen wir zu zweit. Stille Nacht und dann geht's dir wieder gut. Wollte mich umbringen? Der Patient protestiert. Na dann. Dann kommen wir gleich zum gemütlichen Teil des Abends. Gottes Willen, wer soll denn das alles trinken? Wir haben ja gar keine Gläser hier. Es ist an alles gedacht. Da hab ich einen Hunger. Gut, schau da aus, mein Ehrenfried. Was hast du dein Ehrenfried? Ich habe ihn dir schließlich abgekauft und er hat so gut von mir. Ah, nicht so gut, wie es bei mir haben wird. Ich werde ihm einen Empfang bereiten, wovon andere Puter nur träumen können. Moment. Finger weg. Wo sind die Teller? Was ist das eigentlich für ein Fisch? Zander. Den hat es früher schon immer bei euch gegeben zu Weihnachten. Kann schon sein, hab ich total verdrängt. Wenn du nur immer meckern kannst. Bea, hast du dich eigentlich mal bei Tiziano erkundigt, wo Daniela eventuell surfen könnte? Surfen im Winter? Was, seid ihr verrückt? Noch nie was von Neoprenanzügen gehört, Vater. Außerdem, wir sind ja am Mittelmeer. Wenn das Wetter mitspielt, kann es zu Weihnachten absolut frühlingshaft sein. Ja, aber bis jetzt spielt es nicht mit. Mein Freund sagt, morgen soll es schön werden. Wir treffen uns dann am Strand, Daniela. Er kommt auch mit? Ja, er sagt, er hat Lust. Außerdem ist es für dich alleine viel zu gefährlich, wenn du dich mit den Strömungen nicht auskennst. Sehr vernünftig. Der Fisch ist ausgezeichnet, Zedelmeierin. Danke, Herr Knoll. Freut mich, dass es Ihnen schmeckt. Vielleicht hast du ja auch mal Lust zu kochen, Mama. Deine berühmte Mousse à Chocolat zum Beispiel. Dazu wird es gar nicht kommen. Ihre Mutter und ich fliegen wahrscheinlich morgen schon nach London. Naja, klingt auch gut. Es wird schon klein noch. Zu dir her, mein Kind, auf den Langsam sollte ich mal heim zu Babs. Du hast wenigstens jemand, der auf dich wartet. Und du nicht? Hast du Schluss gemacht mit deinem Weinbauern? Nein. Aber Weihnachten feiert er natürlich mit seinen Kindern und seinen Enkeln und bin ich nicht eingeladen. Das will ich mir nicht gefallen lassen an deiner Stelle. Man muss ihn eifersüchtig machen, deinen Salvatore. Er sich deiner zu sicher, daran liegt. Der glaubt, du schluckst alles. Wie soll ich ihn denn eifersüchtig machen? Hier gibt's doch gar keine Männer. Magion. Noch hör mal! Ihr seid doch alle nicht verfügbar. Wer sagt denn das? Ich für meinen Teil? Sigi, Vorsicht, die nimmt dir beim Wort. Darf sie? Wollen wir Salvatore rasend machen? Sagt Daphne. Ach, du Spinner. Aber vielleicht nehme ich dich beim Wort. Wer weiß. Signori, ma... Carla, vieni. Lascialo qui. Puoi andare. Grazie. Si prenda cura di quest'uomo. Verrà operato. Anche lui è tedesco. Deutsch. Noch ein Deutscher. Va bene, sorella, wir kümmern uns um ihn.
Na, wer sagt's denn? Tom, der Schreiner. Jetzt hat ihm der Suff doch schließlich niedergemäht. Hat er sich das Bein gebrochen? Nein, den Arm. Tommy, der Schreiner. Sag mal, hat er vielleicht eine Freundin, die Nora heißt? Hatte er, glaube ich. So wie die heute Nachmittag weggelaufen ist mit den Reisetaschen, kommt die so schnell nicht mehr zurück. Kennst du sie? Ich habe sie ein oder zweimal gesehen in der Bar. Ist nicht mein Typ. Ist zu durchgeistigt. Buonanotte, signori. Ora è tempo di andare a dormire anche per voi. Na endlich. Deine Schwester ist schon seit einer Stunde da. Bei Knoll war es auch sicher nicht so lustig wie im Krankenhaus. Schade, dass du nicht dabei warst. Übrigens, der Freund von dieser Nora liegt bei Julius im Zimmer. Hat sich im Sofa ein Bein gebrochen. Sag bloß. Das sagen wir aber besser nicht. Du meinst das weiche, weibliche Herz? Genau, sie ist der Typ. Wenn sie erfährt, dass es ihm schlecht geht, denkt sie bestimmt, sie darf ihn nicht hängen lassen. Und wenn sie selber dabei drauf geht. Sind Sie wach? Haben Sie Schmerzen? Soll ich die Schwester rufen? Nora. Nora Wasser. Warten Sie. Wer sind Sie? Julius. Wo ist Nora? Das weiß ich nicht. Sie sind hier im Krankenhaus. Scheiße. Scheiße. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Hau ab, lass mich zufrieden. Spaziergang am Meer, der pustet den ganzen Schrott aus der Seele. Kann mir mal jemand mit dem verdammten Anzug helfen? Markus? Dein Typ wird verlangt. Wieso meiner? Ja, meiner bestimmt nicht. Sie ist ja nicht lesbisch, soviel ich weiß. Oder hat sie sich womöglich wegen uns in dieses entzückende Nichts aus Brüsseler Spitze geworfen, Nora? Boah, das wäre ja scharf. Du bist so doof, Babs. Wunderbar. Vielen Dank. Ist nicht zu wenig Wind? Würde mich nicht. Aber das kommt immer darauf an, wie gut man surfen kann. Sie wahrscheinlich ganz gut. Sieht auf jeden Fall sehr tough aus. Sie, fatta bene. Ich persönlich finde ja diese durchtrainierten sportlichen Frauen ziemlich unerotisch. Immer so klein und zart. Wird nicht geschmust. Auf, Kamera, zur See. Wir wollen nicht überstürzen, Signora. Ich denke, ihr Italiener seid immer so flott. Hey, nicht dir gilt die Attacke, sondern dem herrlichen Tiziano. Ach, keine Schande, wenn Bea dieses Ekel los wird. Tiziano ist Beas Freund? Leider. Sieht sehr gut aus. Stehst du etwa auch auf den? Ich habe im Moment genug von Männern, weiß Gott. Außerdem ist er mir zu jung. Tiziano, wo bleibst du? Sie ist schon unterwegs. Viel Spaß. Wann sehen wir uns wieder? In 2 Stunden. Hier bei den Autos. Bis dahin weiß ich, ob sie wirklich surfen kann.
oder ob sie nur ein Spektakulum macht. Ciao. Ciao. Markus. Ganz lustig. Und bei dir? Grauenvoll. Mama war total niedergeschlagen und Knoll und seine Tochter haben sich die ganze Zeit nur angegiftet. Jetzt ist Mama mit Knoll für ein paar Tage nach London geflogen. Das war auch das Beste, was sie machen konnte. Eure Eltern sind geschieden? Vorläufig nur getrennt. Unser Vater ist für ein Jahr hierher gezogen. Unsere Mutter ist in Deutschland geblieben. Wie geht denn das beruflich, wenn man für ein Jahr einfach aussteigt? Auch bei einem Lehrer geht es schon. Da kannst du schon mal für ein Jahr Pause machen. Als Lehrer? Ja. Ja. Deutsch und Latein, zwei wunderbare Fächer. Das ist ja witzig. Ich hatte auch mal einen Deutschlehrer, der Donner hieß. Das war so ein ganz langer, unheimlich gutmütiger. Dem sind immer alle auf der Nase rumgetanzt. Ja, das ist das er. Das ist er. Euer Vater? Ja. Das gibt's nicht. Doch, besuch ihn doch mal, der freut sich sicher. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Markus, du hast doch gesagt, gestern ging es ihm gar nicht so besonders. Stimmt, es ging ihm nicht so besonders. Davon hast du mir überhaupt nichts erzählt. Ja, war ja nicht so tragisch. Was soll denn das dann? Verstehe ich nicht. Bea, schau mal. Was ist denn? Es ist nichts zu sehen. Ich wollte nur kurz mit dir alleine sprechen. Das war der Typ von Nora, ist bei Julius im Zimmer. Mit einem kaputten Bein und sonstigen Blessuren. Markus und ich haben beschlossen, dass es besser ist, wenn sie das nicht erfährt. Weil sie sonst hier bleibt oder was? Aber das scheint sie sich sowieso zu überlegen, sonst wäre sie doch heute Morgen schon gefahren. Dieser Mann macht sie kaputt. Ich möchte nicht die Verantwortung dafür tragen, wenn sie zu ihm zurückgeht. Die Verantwortung liegt nur bei ihr selbst. Und ich finde es nicht gut, Menschen zu manipulieren. Hey, Nora ist total mit den Nerven fertig. Oder weißt du, ob sie sich vielleicht nicht absichtlich vors Auto geschmissen hat? Wenn ich versuche, einen Menschen, dem es so schlecht geht, vor weiterem Unheil zu bewahren, dann nenne ich das nicht manipulieren, sondern beschützen. Ich finde es aber trotzdem nicht gut. Ach, lass uns doch nicht diskutieren. Markus ist auch meiner Meinung. Und auch Hermann. Bitte, fall uns nicht in den Rücken. Mal sehen. Komm. Mist, kein Besteck. Das ist vielleicht ein Scheißladen hier. Ich habe noch ein anderes. Warten Sie. Hier klappt wirklich überhaupt nichts. Die haben nur ein anderes System als in Deutschland. Die gehen noch davon aus, dass die Angehörigen sich um die Patienten kümmern und ihnen alles Nötige von zu Hause besorgen. Danke. Kann ich lange warten. Ich habe keine Angehörigen. Und Nora? Was wissen Sie von Nora? Nichts. Sie haben nachts nach ihr gerufen. Und geheult wie ein Schlosshund, ich weiß. Sie sollten jetzt erst mal was essen. Keine Lust. Wenn das wenigstens mit dem Geschäft besser gelaufen wäre. Wenn diese verdammten Italiener mehr Möbel gekauft hätten, dann wäre ich vielleicht nicht so nervös gewesen. Dann wäre das auch mit uns beiden besser gegangen. Selbstvorwürfe sind geschenkt. Wissen Sie was? Sie reden manchmal wie so ein verdammt weiser alter Knabe. Alter Knabe stimmt, aber weise? Naja, vielleicht.
Jedenfalls sollten Sie die Hoffnung nicht jetzt schon aufgeben. Vielleicht kommt Ihre Freundin ja zurück, wenn sie erfährt, was Ihnen passiert ist. Auf Mitleid pfeife ich. Das sagt man so leicht. Aber dann ist man doch froh, wenn Weihnachten jemand an einen denkt. Draußen ist der Wind noch stärker geworden. Ja, außerhalb der Bucht ist der Wind genau richtig. Rauchst du? Findest du das nicht unbequem da? Ja, es ist ein Modell für Männer, glaube ich. Die Zigarettenschachtel ist etwas hart, aber naja. Weiter geht's, Amico. Raus aus der Bucht, wo es richtig bläst. Du bist wirklich unglaublich. Du liebst die Gefahr, was? Sonst wär's doch langweilig. Jetzt mache ich mir wirklich Sorgen. Wir haben ausgemacht 2 Stunden und es ist schon mehr als 3 Stunden her. Komisch ist, dass man sie nirgends sieht. So weit draußen können sie doch nicht sein. Was ist los, Daniela? Der Mast ist gebrochen. Ich kann nicht mehr weiter. Das Wetter. Lass mich mal sehen. Impossible. Das kriegt man nicht mehr hin. Ich muss Hilfe holen. Bist du verrückt? Du kannst mich doch hier nicht alleine lassen. Ich treibe aufs offene Meer. Ich beeile mich. Ich bin schon halb erfroren. Ich habe Angst. Bleib hier. Das Wetter. Vielleicht sieht uns jemand vom Strand aus. Das ist ja mal wieder typisch, Tiziano. Ach, jetzt halt doch mal den Mund. Ach, das ist jetzt wirklich nicht der richtige Augenblick. Entschuldigung, aber das ist genau das, was mich ärgert. Bea macht sich Sorgen und dann kommt der Typ endlich mit seinem aasigen Charme, grinst und alles ist vergessen. Und selbst wenn es so ist, dann geht es dich nichts an. Wenn du nur endlich mal lernen könntest, dich nicht in die Angelegenheiten anderer Leute zu mischen. Deve essere successo qualcosa. Stanno tutti e due in acqua. Andiamo ad aiutarli, altrimenti si congeleranno. Dai. Guck mal da draußen. Ist da nicht was? Nein, ich sehe nichts. Markus, dann lass uns nach Piombino fahren und die Küstenwache verständigen. Das hat überhaupt keinen Zweck mehr. Sie hat recht, Markus. Nora und ich bleiben hier und ihr fahrt los. Okay, komm. Entschuldigt bitte, aber ich wäre beinahe ersoffen. Ach, ihr wart in Seenot. Das ist aber romantisch. Das war nicht so dramatisch. Daniela, hast du Geld bei dir? Du musst ihnen was geben. Und wie viel? Ich glaube 300.000 Rubel. Das sind über 400 Mark. Ein ganz schöner Preis. Ist das zu viel für dein Leben? Mein Leben hast du gerettet. Du verdienst ein Sonderhonorar.
Grazie. So, und jetzt nicht viel raus aus diesen Klamotten. Bea kommt mit mir. Es tut mir ja so leid, dass ihr euch meinetwegen Sorgen gemacht habt. Darf ich euch heute Abend zu einer kleinen Wiedergutmachungsparty einladen? Ich würde mich ja so freuen. Mal sehen, besprich das mit Bea. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Tauben ganz oft so fliegen, wie die Straßen unter ihnen verlaufen? No. Aber du hast recht. Skuse, sei mir nicht mehr böse, Beletzer. Ich gehe nie wieder mit dieser Verrückten surfen. Schon gut. Ich muss jetzt los, ich muss zu meinem Vater. Lass mich nicht so lange warten. Du kannst in der Bar auf mich warten. No, ich warte lieber vor dem Hospital auf dich. Na gut, komm. Come bella sua figlia. Ma was hat denn mein gutes Mädchen? Nix. Außer, dass ich Tiziano nicht traue. Aber ich wollte eigentlich was anderes mit dir besprechen. Wie geht's ihm denn? Ihm? Ziemlich beschissen. Im Augenblick jedenfalls. Seine Freundin ist bei uns zu Hause. Nora. Genau. Woher kennst du die? Ich kenne sie nicht, aber er hat mir davon erzählt. Aber sie kennt dich. Oder zumindest kannte sie dich. Sie war wohl mal eine von deinen Schülerinnen. Ach. Nora ist ja an sich kein häufiger Name. Wie alt ist sie? So um die 30. Ich erinnere mich nicht mehr. Es ist so lange her. Ist ja auch egal. Paps meint auf jeden Fall, wir sollten ihr nicht sagen, dass er hier im Krankenhaus liegt, sonst käme sie vor lauter Mitleid zu ihm zurück. Ja, ja. Sowas kommt vor. Aber es ist doch ihre Sache. Ich wollte dich mal um deine Meinung fragen. Ich finde sie nämlich sehr nett. Er ist auch sehr nett. Aber er kann einem leid tun. Er liebt sie und nachts heult er ins Kissen, weil er sie so schlecht behandelt hat. Wenn sie zurückkäme, wäre er der glücklichste Mann auf der ganzen Welt. Hast du Mitleid mit ihm, weil du auch verlassen worden bist? Ach, mein gutes Mädchen. Woher soll ich das denn wissen? Eine große Hilfe bist du mir nicht, Papa. Ist das sehr schlimm? Es ist eben so. Ich fahre morgen früh. Ich habe es jetzt endgültig beschlossen. Weihnachten ist vorbei und die Schonzeit auch. Was ist denn? Ich denke die ganze Zeit über diese blöde Party nach. Wie lange bist du schon mit Tiziano zusammen? 3 Monate. Aber davor hatte ich einen Freund, mit dem war ich sehr lange zusammen. Der war ganz anders als Tiziano. Hängst du noch an ihm? Naja, irgendwie schon. Man konnte mit ihm reden und vor allen Dingen, man konnte ihm trauen. Du meinst, das kann man Tiziano nicht? Ich fürchte, da hast du recht. Wie hast du das gemeint? Tiziano hat mich gebeten, dir nichts zu sagen, aber ich finde, auch wenn es hart ist, ist man besser dran, wenn man Bescheid weiß. Also, um es kurz zu machen, er bescheißt dich mit Daniela. Ich habe mir schon sowas gedacht. Er sagt, er liebt dich und das mit ihr, das sei was anderes. Das Gerede kann ich verzichten. Hoffentlich bist du jetzt nicht sauer auf mich. Manchmal macht man ja ganz bewusst beide Augen zu
und will unangenehme Dinge einfach nicht wissen. So bin ich nicht. Bin froh, dass du es mir gesagt hast. Ich will auch immer alles wissen, auch wenn es mir Probleme macht. Sicher? Ja. Gut, dann sage ich dir jetzt was, das macht dir garantiert Probleme. Dein Freund hat sich ein Bein gebrochen und ein paar Rippen. Er liegt bei meinem Vater im Krankenhaus. Und er weint sich die Augen nach dir aus. Haben wir jetzt beide ganz schön was zu verdauen heute Nacht. Hm? Stimmt. Sie gehen raus? Bisschen die Beine vertreten. Könnten Sie mir nicht vielleicht was zu trinken besorgen? Wie denn, Tom? Im Krankenhaus? Wo bleibt denn die Schwester mit meinem Codein? Ich habe Husten! Ich sag es Ihnen. Conosce il signor Donner? Sono io. Julius. Giulio. Giulio. Dov'è Nervio? È molto debole. L'hanno appena ricoverata. Bleibt sie denn? Hey, Bea, was ist denn? Tiziano ist da. Ich komme schon. Endlich. Ciao, Tiziano. Ciao, Bella. Was willst du? Komische Frage, dich abholen. Dann kannst du gleich wieder gehen. Ich komme nämlich nicht mit. Aber vielleicht kannst du ja Daniela fragen, ob sie mit dir nach Siena kommt. Sie freut sich sicher, wenn du ihr die Stadt zeigst. Also weißt du es? Ja. Sie hat mich dazu verführt. Was sollte ich machen? Das ist jetzt Gott sei Dank dein Problem. Ciao, Tiziano. Du wirfst mich hinaus? Wann ist die Nonna denn eingeliefert worden? Heute Morgen. Sie war so schwach. Ich habe gedacht, sie überlebt die Nacht nicht. Jetzt machen die Ärzte Untersuchungen, aber sie haben noch nicht gefunden, was für eine Krankheit ist. Buongiorno. Buongiorno.
Deve compilare i moduli per la nonna. Sì, subito. Ich muss die Anmeldung für meine Nonna ausfüllen. Ja, natürlich. Prego. Herr Donner? Sie sind Nora, natürlich. Jetzt, wo ich Sie sehe, erkenne ich Sie. Das ist so verrückt, dass ich Sie hier treffe. In dem Jahr, in dem ich Sie als Deutschlehrer hatte, habe ich beschlossen, Schriftstellerin zu werden. 10 Jahre habe ich nur Journalismus gemacht. Jetzt, wo ich endlich meinen Roman angefangen habe, treffe ich Sie hier wieder. Ich habe Sie schon damals für sehr begabt gehalten. Das freut mich sehr, dass Sie sich an einem Roman versuchen. Das kann doch kein Zufall sein, sagen Sie mal ehrlich, Herr Donner. Nein, das kann kein Zufall sein. Na dann leg mal los. Deine Beschimpfung möchte ich hören. Du bist rechthaberisch und dickköpfig. Du würdest lieber erfrieren, als von jemandem etwas anzunehmen. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Lieb habe ich nicht gesagt. Lieb bin ich wirklich nicht. Genau das bist du. Und weiter? Ich will nicht immer lieb sein. Dann sei nicht lieb. Sei wild und leidenschaftlich. Ich habe ihm nie so recht über den Weg getraut, weißt du? Bitte bleib. Was ist mit dir noch? Ich wäre nicht gern allein heute Nacht. Solche Männer sind selten treu. Was ist denn daran witzig? Ist sie hübsch? Mein Freund, du nimmst mir das Wort aus dem Mund. Wir gehen beide ins Bett und damit basta. Die ist 30 und Papa ist 60. Lächerlich, das wäre es in der Tat. Wieso komisch? Ich finde mich überhaupt nicht komisch. Naja, wenn es sich gefallen lässt. Ich lasse mir es nicht mehr gefallen. Sag, was ist denn los? Sie gehört alles, sieht alles, weiß alles. Ich habe ihm von uns erzählt. Unsere Geschichte hat gerade erst angefangen. Und wir wissen selbst nicht, wie es weitergeht. Mit einem kaputten Bein und sonstigen Blessuren. Markus und ich haben beschlossen, dass es besser ist, wenn sie das nicht erfährt. Weil sie sonst hier bleibt, oder was? Aber das scheint sie sich sowieso zu überlegen, sonst wäre sie doch heute Morgen schon gefahren. Dieser Mann macht sie kaputt. Ich möchte nicht die Verantwortung dafür tragen, wenn sie zu ihm zurückgeht. Die Verantwortung liegt nur bei ihr selbst. Und ich finde es nicht gut, Menschen zu manipulieren. Hey, Nora ist total mit den Nerven fertig. Oder weißt du, ob sie sich vielleicht nicht absichtlich vors Auto geschmissen hat? Wenn ich versuche, einen Menschen, dem es so schlecht geht, vor weiterem Unheil zu bewahren, dann nenne ich das nicht manipulieren, sondern beschützen. Ich finde es aber trotzdem nicht gut. Ach, lass uns doch nicht diskutieren. Markus ist auch meiner Meinung. Und auch Hermann. Bitte, fall uns nicht in den Rücken. Mal sehen. Komm. Mist, kein Besteck. Das ist vielleicht ein Scheißladen hier. Ich habe noch ein anderes. Warten Sie. Hier klappt wirklich überhaupt nichts. Die haben nur ein anderes System als in Deutschland. Die gehen noch davon aus, dass die Angehörigen sich um die Patienten kümmern und ihnen alles Nötige von zu Hause besorgen. Danke. Kann ich lange warten. Ich habe keine Angehörigen. Und Nora? Was wissen Sie von Nora? Nichts. Sie haben nachts nach ihr gerufen. Und geheult wie ein Schlosshund, ich weiß. Sie sollten jetzt erst mal was essen. Keine Lust. Wenn das wenigstens mit dem Geschäft besser gelaufen wäre. Wenn diese verdammten Italiener mehr Möbel gekauft hätten, dann wäre ich vielleicht nicht so nervös gewesen. Dann wäre das auch mit uns beiden besser gegangen.
Selbstvorwürfe sind geschenkt. Wissen Sie was? Sie reden manchmal wie so ein verdammt weiser alter Knabe. Alter Knabe stimmt, aber weise? Naja, vielleicht. Jedenfalls sollten Sie die Hoffnung nicht jetzt schon aufgeben. Vielleicht kommt Ihre Freundin ja zurück, wenn sie erfährt, was Ihnen passiert ist. Auf Mitleid pfeife ich. Das sagt man so leicht. Aber dann ist man doch froh, wenn Weihnachten jemand an einen denkt. Draußen ist der Wind noch stärker geworden. Ja, außerhalb der Bucht ist der Wind genau richtig. Rauchst du? Findest du das nicht unbequem da? Ja, es ist ein Modell für Männer, glaube ich. Die Zigarettenschachtel ist etwas hart, aber naja. Weiter geht's, Amico. Raus aus der Bucht, wo es richtig bläst. Du bist wirklich unglaublich. Du liebst die Gefahr, was? Sonst wär's doch langweilig. Jetzt mache ich mir wirklich Sorgen. Wir haben ausgemacht 2 Stunden und es ist schon mehr als 3 Stunden her. Komisch ist, dass man sie nirgends sieht. So weit draußen können sie doch nicht sein. Was ist los, Daniela? Der Mast ist gebrochen. Ich kann nicht mehr weiter. Das Wetter. Lass mich mal sehen. Toskana, freue dich. Julius Anteporta. Ah! Ich liebe diese 1000 Hügel. Benvenuta in Toscana, bellissima. Hallo! Hier sind sie. Weiß Papa, dass du hier bist? Nein, ich will ihn überraschen. Sie hört alles, sieht alles, weiß alles. Hasse dich. Wofür Töchter immer herhalten müssen. Ich weiß, wie die Liebeskunst. Öffnet mir die Türen, wollen ihn verführen, Kling. Na ja, oder so ähnlich. Buon Natale! Buon Natale! Oh! Cos'è successo? Buon Natale! Basta così e aiuta loro a tirare il letto, vai!
Buon Natale. Buon Natale. Come va la gaffa? Bene? Male, buon Natale, male. Buon Natale, bene, bene. Buon Natale. Scusi, dove si trova il signor Donna? E il signor Donna è lì, in quella stanza, in fondo. Das ist Julius, oder hat sich aber verändert? Ich glaube, wir sind zu früh. Sieht fast so aus. Ist doch hübsch, ein bisschen Weihnachtsstimmung. Du findest uns in der Bahn der Piazza. Doch. Haben Sie dich nicht engagiert als Jungfrau Maria? Ach, du mit deinen pietätlosen Witzen immer. Na, ab in die Bar, bis sich der Weihrauch verzogen hat. Na, Tommy, jetzt ist dir die Alte abgehauen. Hm? Das ist kein Wunder. Wenn ich dich so ansehe, das ist ganz schön schwer geladen. Bin schon da. Kommen Sie, wir fahren Sie zum Arzt. Ich brauche keinen Arzt, ich bin okay. Ich muss zum Bus, ich muss dringend zum Bus. Wohin wollen Sie denn? Egal. Weg. Weit weg von hier. Jetzt ganz kommen Sie. Weit weg. Kommen Sie jetzt erstmal mit uns ins Bett, ja? Und wir schauen, wo Sie sich verletzt haben, okay? Du musst mir nichts erzählen, wenn du nicht möchtest. Man sieht dir nur an, dass du ziemlich fertig bist. Ich würde dir gerne helfen. Danke, das ist lieb von dir. Der Grund, warum es mir so beschissen geht, ist absolut banal. Ich hatte einen grauenhaften und endgültigen Krach mit meinem Freund. Macht er hier Ferien? Mein Freund lebt in Massa. Und ich bin vor ein paar Monaten zu ihm gezogen. Das war, wie sich schnell herausgestellt hat, ein verdammter Fehler. Weißt du, wann der Nachtzug von Florenz nach München geht? So gegen 9, glaube ich. Den muss ich erwischen. Du machst es ja richtig profimäßig. Als Ärztin ins B? Du studierst Medizin. Ja. Na, wie war's? Seid ihr schon wieder zurück von Papa? Wir fahren gleich wieder. Geht ihr lieber nicht hin? Warum denn nicht? Komm da von der Tür weg, dann erzähle ich es dir. Wir hatten nämlich einen kleinen Unfall. Seltsam. Probier mal, das sind selbstgemachte. Danke. Sehr gut. Deiner Backe hast du auch was abgekriegt. Das war schon. Dein Freund. Er schlägt dich. Nicht direkt. Aber wenn er total zugedröhnt ist, du stellst dich ihm in den Weg, dann kriegst du immer was ab. Hm. Was meinst du mit zugedröhnt? Nimmt er Drogen? Er sagt, er ist clean. Das stimmt auch. Bis auf Alkohol und Tabletten. Und du?
Ich war nie drauf. In meiner Welt wurde gekokst und gesoffen, wie sich das für erfolgreiche Leute gehört. Was machst du beruflich? Ich war Redakteurin bei einer Illustrierten. Dann habe ich den ganzen Krempel hingeschmissen, um zu meinem Liebsten zu ziehen und meinen ersten Roman zu schreiben. Tolle Idee. Ich will ja nicht stören, aber die weihnachtlichen Verpflichtungen rufen. Das heißt, Markus muss zu Papa und ich muss auch los. Ja, ich will niemanden aufhalten. Ich muss jetzt auch aufbrechen. Du, was hältst du davon, wenn du hier übernachtest? Was willst du am heiligen Abend im Nachtzug Firenze-Monaco? Kann man ja nur Depressionen kriegen. Übrigens, das ist Bea. Nora. Hallo. Hallo. Die ist die Schwester meines Freundes. Und den Eltern von den beiden gehört das Haus hier. Ja, vielleicht sollte man erst mal deine Eltern fragen, ob es ihnen überhaupt recht ist, wenn ich über Nacht hier bleibe. Mein Vater liegt im Krankenhaus und meine Mutter ist bei ihrem Freund. Aber selbst wenn sie hier wären, hätten sie nichts dagegen, wenn du da bleibst. Ja, dann. Okay, danke. Ich nehme euer Angebot an. Mir geht schon viel besser. Ich bin in einer Freude mit ihm haben in der Bar. Per favor, es ist heute tun. Grazie. Entschuldige die Verspätung, Papa. Es gab ein bisschen Trouble. Deshalb konnte Babs auch nicht mitkommen. Was denn für Trouble? Nichts Schlimmes, Gott sei Dank. Wir hätten nur beinahe eine Frau überfahren. Die war irgendwie total daneben, weil sie sich gerade von ihrem Freund getrennt hat. Ja, wir waren gerade auf dem Weg zu dir. Darum bin ich so spät. Und Babs hat sie mit nach Hause genommen und bietet ihr seelischen Beistand. Du kennst sie ja. Sie ist recht gut in sowas. Ja, und jetzt musst du eben mit mir alleine vorlieb nehmen. Das mache ich doch gern, das weißt du doch. Das sind sicher alles Bücher. Das dicke da ist von Mama. Ich soll dich übrigens grüßen. Und du sollst es dir noch mal überlegen, ob du nicht vielleicht doch lieber deine Krankheit in München auskurieren willst, wenn sie dich hier rauslassen. Grüß sie auch von mir und sag, ich komme ganz gut zurecht. Und dass ich in meiner Lage kein Geschenk für sie habe, das wird sie ja verstehen. Logisch. Geht's ihr gut? Ja, ich habe schon den Eindruck. Jetzt macht sie sich eben Sorgen, deinetwegen. Mit Verlaub, darauf kann ich verzichten. Aber das sag ja besser nicht. Klingelöckchen, Klingelingeling. Fröhliche Weihnachten, allerseits. Es fängt schon wieder an mit dem Sauerblödeli. Wunderbare. Fröhliche Weihnachten. Gut schaust du aus, Oberstudienrat. Du, das wird schon wieder. Und Gott verdirbt nicht. Nichts darf man. Was hast du denn gegen ein schönes Weihnachtslied, Hermann? Gegen ein schönes überhaupt nicht. Unverschämt. Komm, jetzt singen wir zu zweit. Stille Nacht und dann geht's dir wieder gut. Wollt ihr mich umbringen? Der Patient protestiert? Na dann. Dann kommen wir gleich zum gemütlichen Teil des Abends. Um Gottes Willen, wer soll denn das alles trinken? Wir haben ja gar keine Gläser hier. Es ist an alles gedacht. Da hab ich einen Hunger. Gut, schau da aus, mein Ehrenfried. Was dein Ehrenfried? Ich habe dir schließlich abgekauft und er hat so gut von mir. Ah, nicht so gut, wie es bei mir haben wird. Ich werde ihm einen Empfang bereiten, wovon andere Puter nur träumen können. Moment. Finger weg. Wo sind die Teller? Was ist eigentlich für ein Fisch? Zander. Den hat es früher schon immer bei euch gegeben zu Weihnachten. Kann schon sein, habe ich total verdrängt. Wenn du nur immer meckern kannst. Bea, hast du dich eigentlich mal bei Tiziano erkundigt, wo Daniela eventuell surfen könnte? Surfen im Winter? Was, seid ihr verrückt? Noch nie was von Neoprenanzügen gehört, Vater. Außerdem, wir sind ja am Mittelmeer. Wenn das Wetter mitspielt, kann es zu Weihnachten absolut frühlingshaft sein. Ja, aber bis jetzt spielt es nicht mit.
Mein Freund sagt, morgen soll es schön werden. Wir treffen uns dann am Strand, Daniela. Er kommt auch mit? Ja, er sagt, er hat Lust. Außerdem ist es für dich alleine viel zu gefährlich, wenn du dich mit den Strömungen nicht auskennst. Sehr vernünftig. Der Fisch ist ausgezeichnet, Zedelmeierin. Danke, Herr Knoll. Freut mich, dass es Ihnen schmeckt. Vielleicht hast du ja auch mal Lust zu kochen, Mama. Deine berühmte Mousse au Chocolat zum Beispiel. Dazu wird es gar nicht kommen. Ihre Mutter und ich fliegen wahrscheinlich morgen schon nach London. Naja, klingt auch gut. Es wird schon klein noch. Zu dir her, mein Kind, auf Nacht. Langsam sollte ich mal heim zu Babs. Du hast wenigstens jemand, der auf dich wartet. Und du nicht? Hast du Schluss gemacht mit deinem Weinbauern? Nein. Aber Weihnachten feiert er natürlich mit seinen Kindern und seinen Enkeln. Und da bin ich nicht eingeladen. Das will ich mir nicht gefallen lassen an deiner Stelle. Man muss ihn eifersüchtig machen, deinen Salvatore. Er sich deiner zu sicher, daran liegt. Der glaubt, du schluckst alles. Wie soll ich ihn denn eifersüchtig machen? Hier gibt's doch gar keine Männer. Melchior. Noch hör mal! Ihr seid doch alle nicht verfügbar. Wer sagt denn das? Ich für meinen Teil? Sigi, Vorsicht, die nimmt dir beim Wort. Darf sie? Wollen wir Salvatore rasend machen? Sag Daphne. Ach, du Spinner. Aber vielleicht nehme ich dich beim Wort. Wer weiß. Signori, ma... Carla, vieni. Lascialo qui. Puoi andare. Grazie. Si prenda cura di quest'uomo. Verrà operato. Anche lui è tedesco. Deutsch. Noch ein Deutscher. Va bene, sorella, wir kümmern uns um ihn. Na, wer sagt's denn? Tom, der Schreiner. Jetzt hat ihm der Suff doch schließlich niedergemäht. Hat er sich das Bein gebrochen? Nein, den Arm. Tommy, der Schreiner. Sag mal, hat er vielleicht eine Freundin, die Nora heißt? Hatte er, glaube ich. So wie die heute Nachmittag weggelaufen ist mit den Reisetaschen, kommt die so schnell nicht mehr zurück. Kennst du sie? Ich habe sie ein oder zweimal gesehen in der Bar. Ist nicht mein Typ. Ist zu durchgeistigt. Buonanotte, signori. Ora è tempo di andare a dormire anche per voi. Na endlich. Deine Schwester ist schon seit einer Stunde da. Bei Knoll war es auch sicher nicht so lustig wie im Krankenhaus. Schade, dass du nicht dabei warst. Übrigens, der Freund von dieser Nora liegt bei Julius im Zimmer. Hat sich im Sofa ein Bein gebrochen. Sag bloß. Das sagen wir aber besser nicht. Du meinst das weiche, weibliche Herz? Genau, sie ist der Typ. Wenn sie erfährt, dass es ihm schlecht geht, denkt sie bestimmt, sie darf ihn nicht hängen lassen. Und wenn sie selber dabei drauf geht. Sind Sie wach? Haben Sie Schmerzen? Soll ich die Schwester rufen? Nora. Nora Wasser. Warten Sie. Langsam trinken. Es
Schwester. Wer sind Sie? Julius. Wo ist Nora? Das weiß ich nicht. Sie sind hier im Krankenhaus. Scheiße. Scheiße. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Hau ab, lass mich zufrieden. Was sehen Sie, ein Winterspaziergang am Meer, der pustet den ganzen Schrott aus der Seele. Kann mir mal jemand mit dem verdammten Anzug helfen? Markus? Dein Typ wird verlangt. Wieso meiner? Ja, meiner bestimmt nicht. Sie ist ja nicht lesbisch, soviel ich weiß. Oder hat sie sich womöglich wegen uns in dieses entzückende Nichts aus Brüsseler Spitze geworfen, Nora? Boah, das wäre ja scharf. Du bist so doof, Babs. Wunderbar. Vielen Dank. Ist nicht zu wenig Wind? Würde mich nicht. Aber das kommt immer darauf an, wie gut man surfen kann. Sie wahrscheinlich ganz gut. Sieht auf jeden Fall sehr tough aus. Sie, Fata Bene. Ich persönlich finde ja diese durchtrainierten sportlichen Frauen ziemlich unerotisch. Immer so klein und zart. Wird nicht geschmust. Auf, Kamerad, zur See. Wir wollen nichts überstürzen, Signora. Ich denke, ihr Italiener seid immer so flott. Hey, nicht dir gilt die Attacke, sondern dem herrlichen Tiziano. Ach, keine Schande, wenn Bea dieses Ekel los wird. Tiziano ist Beas Freund? Leider. Sieht sehr gut aus. Stehst du etwa auch auf den? Ich habe im Moment genug von Männern, weiß Gott. Außerdem ist er mir zu jung. Tiziano, wo bleibst du? Sie ist schon unterwegs. Viel Spaß. Wann sehen wir uns wieder? In 2 Stunden. Hier bei den Autos. Bis dahin weiß ich, ob sie wirklich surfen kann. Oder ob sie nur ein Spektakulo macht. Ciao. Tja. Markus. Ganz lustig. Und bei dir? Grauenvoll. Mama war total niedergeschlagen und Knoll und seine Tochter haben sich die ganze Zeit nur angegiftet. Jetzt ist Mama mit Knoll für ein paar Tage nach London geflogen. Das war auch das Beste, was sie machen konnte. Eure Eltern sind geschieden? Vorläufig nur getrennt. Unser Vater ist für ein Jahr hierher gezogen und unsere Mutter ist in Deutschland geblieben. Wie geht denn das beruflich, wenn man für ein Jahr einfach aussteigt? Auch bei einem Lehrer geht es schon. Da kannst du schon mal für ein Jahr Pause machen. Als Lehrer? Ja. Ja. Deutsch und Latein, 2 wunderbare Fächer. Ist ja witzig. Ich hatte auch mal einen Deutschlehrer, der Donner hieß. Das war so ein ganz langer, unheimlich gutmütiger. Dem sind immer alle auf der Nase rumgetanzt. Ja, das ist er. Das ist er. Euer Vater? Ja. Das gibt's nicht. Doch, besuch ihn doch mal, der freut sich sicher. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Markus, du hast doch gesagt, gestern ging es ihm gar nicht so besonders. Stimmt, es ging ihm nicht so besonders. Davon hast du mir überhaupt nichts erzählt. Ja, war ja nicht so tragisch. Was soll denn das dann? Verstehe ich nicht. Bea, schau mal. Was ist denn? Es ist nichts zu sehen. Ich wollte nur kurz mit dir alleine sprechen. Das war der Typ von Nora. Ist bei Julius im Zimmer.